Wir stricken eine Mütze heute wieder mal. Die Tage sind noch kalt und werden auch noch kalt bleiben. Und da ist ein neues Mützenmuster angesagt. Ich habe schon mal ein Bündchen gestrickt. Das ist ja keine Zauberei. Ich gehe davon aus, dass du weißt, wie man ein Bündchen strickt. Zudem kannst du das auch nach Belieben stricken oder du lässt es sogar weg. Erst einmal habe ich hier das Garn Tekri Felice benutzt. Das ist 57% Baumwolle und 43% Merino. Und es wird eine 3,5 bis 4,5 Nadelstärke empfohlen. 140 Meter auf 50 Gramm. Und ich habe eine Vierernadel hier gerade in Gebrauch. Du brauchst also eine Rundstricknadel mit kleinem Seil oder du kannst die Mütze auch auf einem Nadelspiel stricken. Das Nadelspiel brauche ich nachher, wenn die Abnahmen kommen für die Mütze. Also, diese Mütze wird so ziemlich jedem Erwachsenen nachher passen. Du schlägst 96 Maschen an und strickst dann ein Bündchen. Ich habe jetzt hier zwei rechts, zwei links gestrickt. Du kannst ein rechts, ein links oder auch kein Bündchen machen oder nur ein ganz kurzes. Das ist jetzt ein 4 cm hohes Bündchen. Und jetzt würde ich dann mit dem Mützenmuster beginnen. Den Maschenmarkierer hängst du dir hier an den Anfang der Runde. Und nach dem Bündchen geht es dann los mit dem Muster. Das ist ganz einfach. Da strickst du 12 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 und dann kommen 12 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5. Also du kannst 12 Maschen links machen oder du baust da noch ein kleines extra ein. Das mache ich jetzt. Das erklärt sich nach etwas einfacher. Also ich habe jetzt hier 12 Maschen rechts gemacht und jetzt könntest du 12 Maschen links machen und das wird dann immer im Wechsel gestrickt, danach wieder 12 rechts. Ich möchte aber in diese linken Abteilung noch zwei rechte Maschen einbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rechts, 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe jetzt 5 linke, dann mache ich 2 Maschen rechts und wieder 5 Maschen links, so dass ich auch auf 12 Maschen komme. 2, 3, 4, 5 links. Danach kommen jetzt wieder 12 Maschen rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Dann kannst du jetzt 12 Maschen links machen oder wie ich 5 Maschen links, 2, 3, 4, 5. Das Garn hat hier so mehrere Fäden. 4 Stück. Und da muss man mal gucken, dass man alle erwischt. Also 5 links, 2 rechts. Und wieder 5 links.
kommt 12 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann 5 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5. 2 Maschen rechts und 5 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5. Danach wieder 12 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dann 5 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 2 Maschen rechts und dann müssen noch 5 Maschen links übrig bleiben. 1, 2, 3, 4, 5. Die Markierer rüber. Und das gleiche jetzt nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Maschen rechts und jetzt 5 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 2 Maschen rechts und 5 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommen wieder 12 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann wieder 5 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 2 Maschen rechts und 5 Maschen links. 12 Maschen rechts. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und 5 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 2 Maschen rechts und 5 Maschen links. Dann wieder 12 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
12 und 5 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 2 Maschen rechts und noch einmal 5 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5. Das war jetzt die zweite Reihe, die wir so gestrickt haben. Jetzt machst du noch mal eine dritte Reihe so wie gerade eben. 12 Maschen rechts, 5 links, 2 rechts, 5 links und wieder 12 rechts. Und dann immer im Wechsel, bis du am runden Ende bist. Und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. So, ich bin jetzt eine Runde rum. 3 Runden in diesem Muster gestrickt. Und jetzt die vierte Runde. Kommt eine ganz kleine Veränderung in dem linken Abteil. Und zwar wieder 12 Maschen rechts. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 und dann kommen 5 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5 und die beiden rechten Maschen, die möchte ich jetzt hier einmal verkreuzen oder überkreuzen. Wenn du möchtest, strickst du die beiden rechten immer weiter rechts hoch. Dann gibt es so einen kleinen Streifen noch in der Mitte. Ich verkreuze jetzt einmal, indem ich die erste Masche überspringe. Und ich gehe hier hinten in die zweite Masche rein. Und hole den Faden und stricke die ab. Und dann gehe ich hier vorne rum und gehe in die erste Masche rein, hole den Faden und stricke das ab und lasse dann beide Maschen runter. Jetzt habe ich die einmal verdreht. Dann kommen wieder 5 linke Maschen. Dann die 12 rechten Maschen sechs, sieben, acht, neun zehn, elf, zwölf, dann wieder 5 Maschen links, 3 4, 5, bis ich bei den 2 rechten angekommen bin. Und da nehme ich auch wieder zuerst die hintere der beiden rechten Maschen, steche da ein, hole den Faden und stricke die ab, lasse sie aber noch auf der Nadel. Dann gehe ich nach vorne und stricke die erste Masche rechts ab. Und dann können beide Maschen von der Nadel runter. Ein Mini-Zöpfchen. Und dann wieder 5 Maschen links. Und das mache ich jetzt überall da, wo die 2 rechten Maschen in diesem linken Abschnitt zu finden sind. Jetzt kommen dann wieder 12 rechte Maschen. Nachher muss ich gar nicht mitzählen. Eigentlich jetzt schon nicht, man sieht ja, wo die linken Maschen anfangen. Dann die 5 linken Maschen. 3. Und hier habe ich die beiden rechten Maschen, da gehe ich wieder in die hintere
in die zweite Masche und stricke die rechts ab. Und dann gehe ich nach vorne und stricke die erste ab und lasse dann erst beide Maschen von der linken Nadel runterfallen. Und dann wieder die 5 linken Maschen. Zeige ich dir das noch einmal bei den letzten Abteil. Jetzt kommen erstmal die 12 rechten Maschen wieder. Dann die 5 linken. Und hier habe ich die beiden rechten Maschen. Da gehe ich dann wieder in die zweite, steche hier hinten ein, stricke die rechts ab. Dann gehe ich nach vorne und hole mir die erste Masche und stricke die rechts ab. Und dann lasse ich beide runterfallen. Und dann habe ich noch einmal 5 Maschen links, bis die Runde dann zu Ende ist. Und über das Ganze stricke ich jetzt wieder dreimal rüber, ohne die 2 rechten Maschen zu verkreuzen. Das heißt, ich stricke jetzt 3 Runden wie gehabt, 12 rechts, 5 links, hier ganz normal 2 rechts drüber, 5 links, dann wieder 12 rechts. Das mache ich 3 Runden und danach verkreuze ich 2 Maschen in diesem linken Abschnitt. Genauso wie gerade eben. Das mache ich also in jeder vierten Runde. Du kannst natürlich auch 4 Runden stricken und dann die Maschen verkreuzen und darüber 4 Runden wieder. Das ist Geschmackssache. Dann wird dieses Zöpfchen halt länger oder gedrungener, wenn du es nur alle 2 Runden machst. Ich stricke jetzt also immer 3 Runden glatt drüber, bevor ich das nächste Mal diese 2 Maschen kreuze. So, wir können mit der Abnahme beginnen. Ich habe jetzt die Mütze vom Bündchen an 15 cm hochgestrickt. Also das ist jetzt eine Gesamthöhe von ca. 15 cm. Und dann kann ich mit der Abnahme beginnen. Ich habe jetzt hier noch eine kleine Änderung an den Zöpfchen vorgenommen. Und zwar habe ich die einmal hinten verkreuzt und einmal vorne. Wenn du alles immer so machst, wie ich das am Anfang gesagt habe, dann kommt diese Verkreuzung und das bleibt dann die ganze Zeit so. Ich habe dann aber alle 3 Runden gewechselt. Ich zeige dir das jetzt einmal, falls du das auch so machen möchtest. Aber es geht auch schon gleich an die Abnahmen. So. Die erste Runde der Abnahme. Die erste Masche wie zum Rechtsstricken abheben. Die zweite Masche auch. Und dann wieder auf die linke Nadel zurückpacken. Und diese beiden Maschen werden jetzt rechts verschränkt zusammen abgestrickt. Dann 10 Maschen rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Entschuldigung, 8, weil es sind ja nur 12 insgesamt. So, die letzten 2 rechten Maschen werden jetzt rechts zusammengestrickt. Also ganz normal von hinten einstechen in die beiden Maschen und diese zusammen rechts abstricken. Jetzt kommt hier der linke Abschnitt
Da werden die ersten beiden Maschen links zusammen abgestrickt, also zwei Maschen zusammen links abstricken. Jetzt stricke ich weiter links, bis ich zu meinem Zöpfchen komme. Und jetzt müsste ich wieder verzopfen, und wenn ich das so mache wie am Anfang, würde ich hier erst die hintere Masche rechts abstricken und dann die vordere. Jetzt nehme ich mir aber eine kleine Hilfsnadel her und packe die erste Masche hinter die Arbeit, lege sie also still. Dann stricke ich die zweite Masche ab. Und dann die Masche von der Zopfnadel. Du kannst das auch ohne die Zopfnadel machen, aber ich habe dann Angst, dass mir die Masche aufdröselt. So, und jetzt weiter linke Maschen, bis noch zwei übrig sind von dem linken Abteil. Hier die beiden letzten linken Maschen, die werden auch zusammen abgestrickt. Wie durch ein Wunder, sobald ich anfange zu filmen, fängt mein Hund an zu schnarchen. Das ist wirklich so. Die hat die ganze Zeit nicht geschnarcht, jetzt fängt sie an. So, die ersten beiden Maschen von den rechten, von diesem rechten Abschnitt, wieder die erste abheben, die zweite auch abheben, dann haben wir sie einmal verdreht, dann wieder zurück auf die linke Nadel, und ich könnte die jetzt auch gleich drin lassen, die rechte, weil ich beides rechts verschränkt zusammen abstricke. Dann ist die Masche nach da geneigt und das sieht dann halt schöner aus. Jetzt stricke ich rechts weiter, bis nur noch zwei rechte Maschen von diesem rechten Abschnitt übrig sind. Das sieht man ja immer sehr schön, wo links anfängt. Also die zwei letzten rechten Maschen werden auch rechts abgestrickt. Dann gleich die linken Maschen, die ersten beiden zusammen. Zwei Maschen links zusammen. Und dann weiter links stricken bis zu meinem Zopf. Und da stricke ich das wieder, dass der Zopf halt zur anderen Seite guckt. Die Nadel ist eigentlich zu dünn hier, um als Hilfsnadel zu fungieren, weil sie ganz leicht rausrutscht. Aber ich habe jetzt keine Lust, meine Zopfnadel zu holen. So, und dann sieht man, dass der Zopf halt einmal hier so schön sich windet. Dann weiter links, bis noch zwei linke Nadeln, linke Maschen, meine Güte, auf der Nadel sind. Hier die zwei letzten linken, einmal links zusammen abstricken. Und das wird ja jetzt mit jedem Abschnitt so gemacht. Bei dem rechten Abschnitt wieder die ersten beiden abheben, dann mit der linken wieder rein und rechts verschränkt abstricken, zusammen abstricken und weiter rechts stricken bis zu den letzten beiden rechten Maschen. Und die beiden letzten rechten Maschen rechts zusammen abstricken. Dann leicht die beiden ersten linken zusammen, links zusammen abstricken. Ich muss hier mal gucken, dass ich alle Fäden erwische, weil das gar nicht verzwirrend ist. Da habe ich es nicht erwischt. Das sieht sehr, sehr unschön aus.
Immer noch nicht. Immer noch nicht. So, jetzt. Dann weiter links. Bis zu meinem Zopf. Den verzopfe ich wieder, indem ich eine Masche auf die Hilfsnadel hinter die Arbeit lege, eine abstricke und dann die Masche von der Hilfsnadel abstricken, also wie beim Zopfen halt. Dann weiter linke Maschen, bis noch zwei linke Maschen von diesem Abschnitt übrig sind. Jetzt habe ich eine zu viel gestrickt. Die beiden linken Maschen zusammen links abstricken und dann kommt der nächste rechte Teil, da wieder die ersten beiden Maschen heben, zurück auf die linke Nadel und gleich zusammen rechts verschränkt abstricken. Dann weiter rechts. Und die letzten beiden rechten Maschen auch rechts abstricken, rechts zusammen abstricken. Dann gleich wieder zwei linke Maschen zusammen abstricken und weiter links bis zu meinem letzten Zöpfchen. Eine Masche hinter die Arbeit, eine rechts und die Masche von der Hilfsnadel rechts. Dann weiter linke Maschen bis zu den zwei letzten. Und diese beiden auch links zusammen abstricken. Maschenmarkierer. Und jetzt wird eine Runde über alles drüber gestrickt, ohne Abnahmen. Also alle rechten Maschen rechts, alle linken Maschen links und dann halt da bei dem Zopf machst du wieder die zwei rechten Maschen. Und dann geht es an die nächste Abnahme. So, ich bin einmal rum und jetzt kommt die nächste Abnahme. Die geht genauso wie vorhin. Die ersten beiden Maschen einfach abheben, wie zum Rechtsstricken, dann wieder auf die linke Nadel zurück und rechts verschränkt zusammen abstricken. Dann weiter rechts, bis noch zwei rechte Maschen auf der Nadel sind, hier von diesem rechten Abschnitt. Hier sind die zwei letzten rechten Maschen. Die stricke ich beide zusammen rechts ab. Dann die ersten beiden linken Maschen links zusammen abstricken. Ich muss übrigens gleich auf ein Nadelspiel wechseln. Es wird zu eng hier mit dem Seil. Dann linke Maschen bis zu meinem Zöpfchen. Das Zöpfchen, das kommt rechts. Dann wieder links. Bis noch zwei linke Maschen da sind. Die sind schon hier. Und die beiden werden auch links zusammen abgestrickt. Dann die ersten beiden rechten Maschen wieder zusammen abstricken, abheben, rechts verschränkt abstricken. Weiter rechte Maschen, bis nur noch zwei rechte Maschen zu sehen sind. Die sind hier. Die beiden auch rechts zusammen abstricken. Die ersten beiden linken Maschen zusammen links abstricken.
dann weiter links bis zu dem Zopf. Die beiden kommen rechts, dann weiter links und die letzten beiden linken Maschen auch zusammen links abstricken. Dann die ersten beiden rechten Maschen wieder rechts verschränkt zusammen abstricken, weiter rechts bis zu den letzten beiden rechten Maschen. Und die beiden rechten auch zusammen abstricken. So, jetzt wird schon, jetzt spannt das schon recht nervig. Die ersten beiden linken Maschen zusammen links abstricken, dann weiter links den Zopf rechts, wieder links und die letzten beiden linken Maschen zusammen links abstricken und wieder zwei Maschen rechts verschränkt zusammen abstricken und weiter rechts. Die zwei letzten rechten Maschen auch rechts zusammen abstricken. So wird das immer, jedes Abteil wird dann so spitz zulaufen. Die ersten beiden linken Maschen zusammen links abstricken. Eins, zwei links, dann zwei rechte Maschen für den Zopf. So, jetzt noch zwei linke Maschen und die letzten beiden Maschen links zusammen abstricken und danach kommt wieder eine Reihe komplett ohne Abnahmen drüber und ich suche mir jetzt ein Nadelspiel und dann wird weiter abgenommen. So, ich habe auf ein Nadelspiel gewechselt und habe jeweils einen rechten und einen linken Abschnitt pro Nadel. Einmal glatt rüber gestrickt und jetzt kommt die nächste Abnahme und auch das nächste Mal verzopfen, denn in dem Zopfmuster müssen wir ja weiter drin bleiben. Also die ersten beiden rechts abheben. Das habe ich schon verkehrt gemacht, ne? Ja. Die ersten beiden rechts abheben wie zum rechts abstricken, so rum. Und dann wieder mit der linken Nadel rein und rechts verschränkt abstricken. Dann weiter rechts bis noch zwei rechte Maschen auf der Nadel sind und die stricke ich auch rechts zusammen. Dann gleich die ersten beiden linken Maschen zusammen. Und dann muss ich noch eine links stricken. Und dann wird hier das nächste Mal verzopft. Das ist jetzt, wie ich am Anfang gezeigt habe, erst die hintere Masche rechts abstricken, noch auf der Nadel lassen. Und dann die vordere Masche rechts abstricken und beides von der Nadel runter. Dann noch eine linke und die letzten zwei links zusammen abstricken. Die ersten beiden rechten Maschen wieder abheben wie zum rechts abstricken und dann rechts verschränkt abstricken. Ich hoffe, man kann noch
alles ganz gut erkennen. Ich habe jetzt kein weiteres Licht da. Dina! Und die letzten beiden rechten zusammen. Dann die ersten beiden links zusammen abstricken. Eine links. Und hier wieder verzopfen. Eine links und die letzten beiden links zusammen. Die beiden ersten rechten Maschen rechts verschränkt zusammen abstricken. Weiter bis zu den letzten beiden rechten Maschen und die auch zusammen rechts abstricken, dann die ersten beiden linken links zusammen abstricken. Die schnarcht schon wieder. Eine links, dann wieder verzopfen. Das geht natürlich immer am einfachsten, wenn man keine Hilfsnadel braucht. Und die letzten beiden links zusammen abstricken. Mit Holznadeln komme ich hier nicht immer ganz so gut in die Maschen rein. Jetzt dürftest du wissen, wie das geht. Kannst du meinem Hund noch ein bisschen beim Schnarchen zuhören? Das ist auch sehr entspannt. Linken zusammen, eine links, einmal verzupfen, eine links und die letzten beiden links zusammen. Und danach wieder eine Runde glatt drüber, ohne abzunehmen. Und danach wieder abnehmen und danach wieder eine glatt drüber. Und das machst du so lange, bis du auf jeder Nadel, beziehungsweise von jedem Abteil, nur noch zwei Maschen übrig hast. Also vier Maschen auf jeder Nadel und dann sehen wir uns wieder. Und nicht das Zopfen vergessen dabei. So, ich habe jetzt nur noch vier Maschen auf jeder Nadel und darüber stricke ich nicht eine Runde glatt rüber. Das wird mir sonst zu lang. Ich habe jetzt auch hier die bei dem Zopf, da achte ich dann nicht drauf. Da werden einfach die ersten beiden und die letzten beiden links zusammengestrickt und jetzt in der letzten Runde habe ich noch zwei rechte Maschen, die stricke ich ganz normal rechts zusammen. Und die zwei linken Maschen, die stricke ich links zusammen. So habe ich zwei Maschen noch auf der Nadel. Hier auch das gleiche, die ersten beiden Maschen rechts zusammen abstricken und die beiden linken links zusammen abstricken. Dann die nächsten beiden rechts zusammen abstricken und die linken links zusammen. Noch einmal. Zwei Maschen rechts zusammen und diese letzten beiden links zusammen.
Dann hole ich mir eine Schere und schneide den Faden ab. Und jetzt ziehe ich den Faden hier durch alle Maschen durch. Also wie zum diese beiden zusammen rechts abstricken und ziehe den Faden durch und die Masche raus. Hier auch diese beiden Maschen stricke ich einfach rechts zusammen, hole den Faden und ziehe ihn durch, Nadel weg. Du kannst auch eine Stopfnadel nehmen und den Faden da einfach durch alle Maschen durchziehen. Und die letzten beiden, die wollen nicht. So. Und dann bist du fertig. Und du siehst, dass sie erstmal klein aussieht, weil sie sich so schön zusammenzieht. Aber sie passt, sie lässt sich sehr weit dehnen und hat hier oben eine schöne Krone. Jetzt muss der Faden nur noch vernäht werden, nach innen vernähen, und dann kannst du hier einen Bommel dran machen oder auch nicht. Da habe ich hier mal meinen Puppenkopf. Der Puppenkopf hat einen Kopfumfang machen wir noch mal richtig professionell von 54 cm ungefähr. So, und da kommt jetzt mal die Mütze drauf. Das ist alles ein bisschen schwierig hier vor der Kamera. Ich habe hier so wenig Platz. Du siehst, das dehnt sich wunderbar mit. Das muss ich auch noch vernähen. Du kannst das natürlich auch länger stricken. Dann hast du so ein Long Beanie. Aber du siehst jetzt hier Kopfumfang 54 cm und es ist noch immer reichlich Platz. Wenn du dickeres Garn nimmst, ist das natürlich noch größer. Und dünneres Garn dann halt kleiner. Du kannst somit dann auch eine Babymütze stricken mit dünnerem Garn. Oder eben eine größere Mütze mit dickerem Garn. Und so sieht das hier von oben aus. Recht sauber und schön mit dem Zöpfchen. Jo. Und ich habe tatsächlich immer noch so viel Garn übrig von dem 50 Gramm Knäuel. Dann hoffe ich, du hattest Spaß mit der Anleitung. Und strickst deine eigene schöne Mütze. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin. Winke, winke.